Kannst du mir helfen? Ich brauch Hulk. Ich brauch Hulk. Okay, warte, wenn du einen brauchst, ich wusste es, Digga. Digga, ey, du hast geschummelt, Junge! Was für geschummelt, du hast einfach bist an den Stangen vorbeigefahren, Alter! Das wird so geil, nein! Ey. Nein! Der wird so lustig. Oh, oh, oh. Cringe Boys sind wieder am Start, Muchachos. Schön, dass ihr einschaltet heute zu einem legendären Warroid. Transform Warroid, Obstacle Warroid von Nilisoft. 20 Minuten Challenge für Leute, die diese Map kennen, und 60 Minuten, die diese nicht kennen. Für uns eine ganz kleine 15 Minuten Challenge, weil wir einfach abnormal Pro sind. Dabei, oh yeah, Muchachos, wunderschönen guten Reis. Für Marvin 15 Minuten, für mich 150 Minuten. Perfekt, mal gucken, Digga, ob wir das erfüllen können. Die Nüsse sind hier. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Dusch, guten Rauch, gute Besserung, guten Appetit, guten Feierabend, guten Dienst und guten. Am Ende sehen wir uns eh nach 190 Minuten. Die Spalte ist einfach zu klein für mich. Yeah. Beim zweiten Punkt, ey. Bin mal gespannt, weil Obstacle Warroid können wir, Deko. Da müssen Obstacle Warroid ist jetzt nicht so unser Problem, ja. Das können wir auf unsere Fahne schreiben hier, ne? Allerdings kann man natürlich auch ein Obstacle Warroid so und so bauen, ne? Und wenn der so mies gebaut ist, man das echt nur schafft, wenn man alles kennt. Digga. Danke, Marvin, wieder kollegial unterwegs. Ey, okay, hier. Also, dass du wirklich so schnell darunter rollst wie so ein Stein, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss ich jetzt mal auch ehrlich sagen hier. Boxershorts. Oh, geil. Ja, wir sagen einfach mal, hätte er zubauen können, ne? Hätte er zubauen können. Hat er doch. Oh, beruhig dich, Deko. Skü! Oh mein Gott! Yeah. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja. Oh. Oh, ich lebe noch, Digga. Oh, ich fetze wieder den Bauch. Oh. Nein! Nicht so weit! Okay, ey, ganz ehrlich, weißt du, was ich mir wünsche? Das ist zu weit. Ja, nein. Bei GTA 6 wünsche ich mir so ein richtig krankes Schadensmodell von Autos. Dass die so richtig eingedrückt werden, weißt du? Dass wenn du... Wie bei BeamNG. Kennst du BeamNG? Ja, klar. Dass du, wenn du so mit so einem Bus den Mount Chiliad drunter brezelst, dass du nur noch einfach so ein Trinkpack kommt unten dann noch. Das wäre richtig geil. Ja, es ist natürlich feiern, für manche Sachen richtig cool. Gerade für sowas wäre es sehr lustig zu sehen. Aber ich glaube, bei den restlichen Inhalten von GTA wäre das eher Hindernis als Sache. Ey, aber schau mal, bei GTA 4 bist du bei Nico Bellic, bist du noch aus dem Auto gesprungen und gefallen, wenn du irgendwie gegen eine Wand gebräselt bist. Das war auch ziemlich cool. Das war eher ein Rückschritt, dass sie das wieder bei GTA 5 rausgenommen haben, oder? Finde ich jetzt. Das hilft, glaube ich, schon dem Spielfluss. Oh mein Gott, ey, wir machen das jetzt hier Ice Cold First Try. Also gerade, wenn man jetzt nicht irgendwie so wie wir nur Kasten spielt, sondern vielleicht auch so ein bisschen PvP-mäßig unterwegs ist, dann glaube ich, ist das ziemlich nervig, wenn man da ständig aus der Karre rausfliegt oder so. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir diesen gleichen Warroid jetzt irgendwie 20.000 Mal machen müssen? Mit immer unterschiedlichen Karren, oder? Also so habe ich es nicht verstanden. Ja. Yeah. Also die anderen Karren waren eigentlich ja genannt bei anderen Sachen, also... Oh, Digga, first try, den ersten Punkt, Digga. Skill! Bist du auch da? Ich komm grad geflogen. Nice, Digga. Also, 2 Minuten sind wir in-game, ne? Also, gerade läuft doch bisher. Oh mein Gott, rausspringt. Oh nein. Leider nicht. Leider nein. Kannst du den Try noch mitnehmen? Verleih wie ein Möwe. Ja, hab ich. Sehr schön. Auch nur, weil ich dir gesagt habe, was du machen musst, oder? Ja, naja, rausspringen war jetzt nicht so der Riesentipp. Hä, natürlich! Nee. Das ist das, was man machen muss! Ja, man muss ja nicht rausspringen, man muss rausflippen. Oh, das ist ja auch ein Unterschied so in der Mechanik. Nein! Wow. Du musst ein bisschen nach oben springen, wenn du abspringen musst am Ende. Digga, wir machen das jetzt hier mal nach langer Zeit wieder richtig teamwürdig, ey. Ja, obwohl du nicht so angefangen hast, das würdest du gerne. Ah, es war ein kleiner Rammer so, ne? Spiel, ne? Da war schon eher so die Unkollegialität am Start. Oh mein Gott. Jetzt wieder ich, der hier den Kollegen bei uns reinballert. Oh, kann ich hier unten langfahren? Ja. Okay, und was meinst du, irgendwie oben springen? Ja, ein bisschen nach oben springen. Ich bin mittig gesprungen und bin zu weit runtergedroppt. Ja, ich bin auch runtergedroppt. Okay, das ist sus. Oder wie manche sagen würden. Cringe.
Ja, passt nicht ganz, aber perfekt, ne? So, jetzt hier ein bisschen oben. Oh mein Gott, oh mein Gott, war der Schmuf, der Flip, ey. Also einfach raus. Alter! Okay, ja, oben. Hast du? Hat funktioniert, ja, aber auch knapp. Okay. Ich würde also fast ein bisschen langsamer fahren da. Damit du nicht so weit springst nach vorne. Also ich bin wieder genau vor den Kisten fast gelandet. Digga, was? Hä? Was denn? Also, ich bin gerade oben rausgesprungen und ich bin nicht mal auf den Warwick gekommen. Was? Warte, muss ich vielleicht... Ich würde jetzt als nächstes mal ganz unten lang fahren, weil ich glaube, da ist der Winkel besser. Dann musst du auch nach oben springen auf jeden Fall. Meinst du? Ja. Teste ich würde auch gar nicht Fullspeed in Schwung machen. Nee, ich war gerade super langsam. Warte mal, ich würde jetzt hier unten lang fahren. Einfach mal so. Geil, ey. Ja! Nein, auch nicht. Ey. Oder so leicht nur, leicht so von unten nach oben. Bist du schon beim nächsten Punkt? Ich bin schon durch, ja. Okay. Und du bist immer noch X20? Ist auch durch eigentlich. Okay. Nee, jetzt wieder Geländewagen Berghof fahren. Okay, und ich muss sagen, Alter, ich feiere das wieder. Ich finde einfach richtig geil, mit so Geländewagen zu diesem Berghof zu stratzen. Warte, jetzt fahre ich hier mal. Jetzt fahre ich hier mal lang, so. Nein. Kann ich den Warwick sehen? Da kommst du. Digga, was hast du für Probleme damit, Alter? Ich hab das schon viermal gemacht und immer verkackt. Spring im oberen Drittel gerade raus. Im oberen Drittel gerade raus, okay. Ja. Aber langsam, also so hab ich's gemacht. Ich bin Fullspeed rausgesprungen. Und ich hab's dann auch ganz knapp geschafft, bei den Kisten halt durchzukommen und nicht unten an die rote zu stoßen. Aber es geht auf jeden Fall. Digga, so ist ja easy, Digga. Ah, gib mir doch mal so einen Tipp. Insta, da, die, du, die, da, biba, biba, bo, oh. Bambi, Bambi, Bambo. Ja, oh, Leute, tschigi. Oben, auf, ja, Bambi, nächste Ebene. Bambi, jetzt kommt raus, Ausfahrt. Ein Weitsprung, irgendwas? Ich wollte nicht so, nee, das war schon. Wollte nicht mehr so lange warten, deswegen. Okay. Hab ich dir mal die Lösung gegeben. Jetzt ist die Lösung. Dankeschön, Deko. Vielen Dank für die komplette Lösung. Ja, genau darauf habe ich gewartet, ey. Ey, fahr nochmal rein, ey. Jetzt kann ich wieder weiterfahren. Kann ich nicht einfach wieder weiterfahren? Au! Ich wurde eingeschert! In einer Art Scherenbewegung. Ja, das war aber eine richtige Scherenbewegung hier, Alter. Ja, okay, aber das Schadensurteil ist schon nicht schlecht, Alter. Meine Karre ist jetzt schon gerade ganz schön eingefaltet. Sieht aus wie dein Schießmuskel, ja? Die Ladefläche von meinem Pickup ist ganz schön eingefaltet. Ja, und das Hinterrad eiert. Das Hinterrad-Eier, Digga, okay. Also, es gibt ja nur ein einziges Auto. Oh mein Gott, ich glaube, ich wurde jetzt aber auch ziemlich auseinandergenommen. Ja. Es gibt ja nur ein einziges Auto, was die Räder entfernen kann, ne? Und das ist dieser russische Raketenabwehr-Lachs. Wenn der, oh mein Gott, wenn der sich auf dem Auto draufstellt, Digga, da fällt einfach alles auseinander. Das ist richtig geil zu sehen. Digga, wie du aussiehst, Alter. Ich sag ja ganz schön zusammen. Er hat einfach so die Brigitte, die Diät gemacht, Alter. Digga, ey, du hast geschummelt, Junge! Was für geschummelt? Du hast einfach an den Stangen vorbeigefahren, Alter! Ja, hätte er zubauen können, oder? Ey! Laberkopf, ey! Ey, Digga, ich einfach an der Wand lang, Alter! Labert er mich voll am Anfang, der so einen komischen Jump gemacht hat. Kleiner Schummler, Alter! Der am Anfang Eisgab bei der Brücke einen Jump gemacht hat, ja? Der so schief gegangen ist, dass ich neu respawnen musste, ja? Ich hab doch gerade auch eine neu gerespawnt. Aha. Danach war ein Punkt, Junge. So ein Chaco, Alter. Ja, guck mal, er kann nicht mal fliegen, Alter. Er kann nicht mal fliegen, ey. Aber ja, die Aussehen sind so. Digga, Laser, Digga, fliegen hab ich einfach gemacht. Ich wollte gerade sagen, Digga, kannst du überhaupt nicht fliegen. Oh, fuck, Alter. Hallo, kann ich bitte von der Wand weg? Oh, bitte, von der Wand weg. Oh mein Gott, Alter. Ja, das war was smart. Aber ich hab's jetzt. Wo bist du denn? Hast du's auch? Wo bist du? Ich weiß es selber gerade nicht so richtig. Liege hier oben. Hey, hast du gerespawnt? Ja, muss ich. Ja, respawn Boxershorts, Alter. So auch gemacht, noch bitte. Hi, Deko. Hallo. Jetzt liege ich wieder auf dem Dach rum, Alter. Warte mal, wir sind jetzt bei Punkt 29 von 49, Deko. Eine absolute. Also, Digga, wir rasieren diese Map einfach in.
in World Record Time. Ich glaube, du musst unten fahren, oder? Nee, hä? World. Welt oder World? World. Also ich finde sie aber cool, aber es zeichnet sich ab, dass sie ein bisschen zu kurz ist. Sind wir in weiß und gelb oder sind wir in schwarz und gelb? Wir sind in weiß und gelb. Okay. Alter, Junge, die Sprünge nach oben sind ja richtig übertrieben. Ach, das also da, das ist ein Fall. Ist der, ja, weiß und gelb ist der Anfang. Oh fuck, Digga, das hab ich ja richtig verkackt, ey. Digga, das hab ich ja richtig beschissen gemacht, ey. Nein, Digga, der Sprung ist einfach richtig krank, Alter. Bambi, Bambi, Bambo. Ah, tiki, komm tiki, schon, tiki, reiß tiki, rum den Lachs, reiß rum den Lachs! Hat nicht funktioniert. Hä, das ist doch richtig easy, warte. Bisschen mit Speed hier. Bisschen früher aufspringen und so, wie ist das? Ja, hab's, easy. Und jetzt noch einmal in die andere Richtung, oder was ist jetzt Phase, Digga? Oh, Wallride, Digga. Wallride wo, oben? Oh mein Gott. Micha machen, sonst fällst du runter. Oh, das ist voll knapp. Ey, mit Micha hättest du es einfacher hinbekommen. Digga, wie er mich weglachsen wollte. Kein bisschen. Digga, ich gebe dir Tipps, Alter. Ich bin in der kollegiale mäßig unterwegs, Alter. Und Marvin wird schon wieder verkacke, Alter. Digga, also ich gebe dir einen Tipp oder so. Nur ich mach das nicht und verkackt deswegen fast, ey. Digga, nicht da an Micha gemacht, wäre ich direkt ins Loch gefahren, Alter. Kein bisschen. Das war doch ein Micha sogar. Hui. So ist ein Micha aufgebaut. Ja. Unten ist ein Loch, ja. Ja, versuchst mich hier wieder als schwarzen Peter darzustellen, ja, ne? Digga, du bist der grüne Peter, Alter. Ja, halt, nennt man mich auch. Ja? Okay. Ja. Gut. Einfach ein kranker Typ, ey. Digga, Hulk ist ohne Spaß der Geilste, ich find's so schade, dass er nicht mehr Filme hat, ey. Hulk ist auf jeden Fall nicht der Geilste, Alter. Doch, Hulk ist der Geilste. Warum ist Hulk der Geilste? Ein Argument. Ja, hallo? Kannst du mir helfen? Ich brauch Hulk. Okay, warte, wenn du Hulk brauchst, ich wusste es, ja. Ich brauch Hulk, bitte, ja? Wenn du Hulk brauchst, dann Hulk Smash. Los, komm her, ich brauch Hulk. Ich bin mal gespannt, warum Hulk so gut ist. Ja, sag mir, was ist dein Favorite Marvel-Superheld? Muss er Marvel sein? Ich finde Deadpool schon ziemlich cool. Wow, ja, okay. Guck mal, deswegen ist Hulk gut oder was? Guck dir das an! Hä, hey, ich war an dir vorbei. Oh, perfekt, so, okay. Klappt. Da, siehst du? Digga, ich respawn einfach, ey. Ja, also Hilfe zur Selbsthilfe, ey! Digga, ja, haut einfach mal ab, Alter. Dann mach ich lieber alles mal von vorne, ja, ich muss schon sagen, Deadpool ist geil und ich freue mich auch sehr auf den Wolverine-Deadpool-Film. Oh. Da hab ich richtig Bock drauf, Alter. Aber Hulk, aber Hulk ist schon so in der Lore, so wenn man so von der Stärke ausgeht, ist das schon so einer der Cranksten, ne? Ist schon ein bisschen overpowered, oder? Ist schon so ein bisschen so, auf der Overpowered-Skala ist der schon so ein bisschen overpowered, oder? Also ich wüsste nicht, wer cranker sein soll als Hulk. Wonder Woman. Ja, ist okay. DC. Hieß... Wonder Woman? Ja, stimmt. Aber Captain Marvel ist auch stärker. Ja? Ich hab keine Ahnung. Marvel ist ja die Stärkste. Echt? Ja. Digga, ich hab nicht einen einzigen Film von der gesehen. Warum hat die nicht einfach Captain Marvel Film ist auch geil. Warum hat die nicht Thanos gemacht? Ja, hat sie am Ende. Hat sie am Ende? Ja. Wie hat sie am Ende? Ja, hat sie am Ende. Hat sie am Ende? Beim letzten Fight war sie mit da und hat Thanos die Fresse gegeben. Oh, okay. Am Ende war es dann so eine Teamleistung, wie es das, ne? Aber ich glaube, ich habe alleine geschafft. Ey! Was hältst du von der Info, dass einfach Ant-Man sich klein machen hätte können in Thanos Arsch und sich da groß machen hätte können, dass er sozusagen von innen... Ja, finde ich geil. Aber nicht machen können. Was sich dadurch... Das hat man damals ja schon gesagt, ne? Ja. Also eine Stimme dagegen, ein Kontraargument war, dass Thanos Arschmuskulatur und sein Inneres so krank muskulös ist, dass Ant-Man einfach da drin... Dass Ant-Man sich selber richtig krank zerquetschen wird da drin. Und ich glaube, bei Thanos Butt-Muskulatur, Digga... Ja, der hat schon krank definierten Cheeks, ne? Ja. Ja, könnte sein. Aber ja, also irgendwie sind diese ganzen Superhelden-Lexe so ein bisschen zu viel da gewesen, ne? Nein, jetzt bin ich zu weit nach links gesprungen. Come on. Oder? Oh, oh, nicht! Ah, geschafft! Oh, Digga, aber ich freu mich so hart auf Wolverine und Deadpool. Wird so geil, nein. Der wird so lustig. Oh, oh, oh.
Oh, oh ja. Uhu, knappes Ding. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt mit Wolverine sogar ist, Digga. Das wird richtig geil, ey. Ja, dann ist das mit Wolverine. Wann? Sogar mit Wolverine in seinem alten, also in seinem ersten Comic-Outfit quasi. Nein. Jetzt bald losgehen. Ey. Das müsst ihr mal machen. Hugh Jackman ist es, glaube ich, ne? Eigentlich sollte ja Wolverine schon vorbei sein. Das ist extra mal zurückgekommen für den letzten Film mit der Schau dir mal eben das Wolverine-Kostüm an. Das ist ja das blau-gelbe. Das sieht ziemlich aus. Es sieht aus, als würden sich zwei Batmans küssen. Guck das mal an. Sieht aus, als würden sich zwei Batmans küssen. Soll ich jetzt googeln oder was? Ja, google das mal. Ich google sogar mit. Wir googeln einfach mal in der Folge jetzt, Muchachos. Warte mal. Wolverine. Das sieht aus, als würden sich zwei Batmans knutschen, wenn man einfach nur. Ja, okay, ja. Das sieht echt so aus, Alter. Ja, natürlich. Dann hast du eine gelbe Nase. Der hat einfach diese schwarze Scheiße und in der Mitte noch die gelbe Nase. Ey, aber für 200 Euro so ein Wolverine-Kostüm? Nein. Ja, schon geil eigentlich, oder? Nein. Select Size, L. Digga, was machst du denn da oben? Mit Schuhen kostet es $50. Ja, ja. Stell dich auf Firmenkosten, jetzt 260. Mach mal. Das ist okay. Dann, das ist das Outfit, mit dem wir dann ins Kino dann gehen, ne? Ja, oh. Digga, das wäre richtig geil. Wobei, ja wahrscheinlich, das ist einfach, ich glaube, das ist auch so ein Kunstleder-Outfit. Wahrscheinlich schwitzt du dir dann richtig einen weg, ey. Einfach bei 30 Grad dann. So, ich glaube, ich... Aber wann kommt der Film raus? Kann mal gerade jemand in den Chat schreiben, wann der Deadpool-Wolverine-Film rauskommt? Das wäre herzallerliebst. Das kann nicht mehr so lange dauern. Digga, ich bin auf jeden Fall auch dabei, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock drauf, Alter. Digga, und Deadpool meint so, ne? Deadpool wird ja so quasi einen auf den entführt. Aus seiner Wohnung, wo er gerade seinen Geburtstag feiert. Ey, kennst du die Story? Das ist der Trailer. Ah, okay. Und dann wird er entführt und man denkt so, okay, welche Bösewichte haben ihn jetzt entführt? Das ist einfach die Chefs von Marvel. Wie die Chefs von Marvel? Ja, weil die wollen ihn da akquirieren für die Marvel-Superhelden, ne? Für ach so! Okay, so okay, quasi yeah. einer Riege mit Thor und so. Digga, dann sagt er, Disney is about to change. I'm Marvel Jesus. Digga, ich hab so Bock. 24. Juli, sagt der Chat gerade. 24. Juli, Digga, freu ich mich drauf. Weniger als einen Monat, ey, machen wir auf jeden Fall. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, das mach ich da. Ey, das war ja so schlecht von mir. Aber ich liebe sowas, Digga, das ist so geil. Digga, das ist so geil. Ich feier das. Ah! Jet into Warride, Digga. Jet into Warride. Das ist nice, ja. Digga, ich liebe es. Ich liebe es. Wow, oh mein Gott. Ja, ja. Oh, da kann man aber schon mal verkacken, außer man ist pro fucking Wasser und dodge das. Jet into Warbird hat funktioniert. Mal schauen, ob Deko auch so gut ist wie ich. Wow, Alter. Na, scheinbar nicht. Brücken oder was? Ja. Ah, alleine. Oh. Schade. Aber es ist doch zu Ende jetzt, das Ziel sehe ich gerade. Nein, echt? Ja. Digga, wir schaffen es wirklich sogar vor diesen 20 Minuten? Digga. Naja, wir haben noch... Ah, fick mich, weiter oben. Oh nein, nein, da kommt doch jetzt noch was, oder? Was ist das? Oh! Und bin durch. Ja, 18 Minuten Deko. So, warte, hier jetzt weiter oben fahren. Und jetzt muss ich runter. Geile Map, Digga. Digga, die war echt sexy. Aber hätte ein bisschen schwerer, ein bisschen länger sein dürfen. Die Deko muss immer alles ein bisschen länger sein. Weil ich selber ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ja, ich kenne einfach meinen langen Schlong. Ne? Und dann tut mir nur leid, wenn die so einen kurzen Schlong haben. Ich hab das rein aus Mitgefühl ist das, Marvin. Du musst am Ende nach oben springen übrigens. Also ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß jetzt schon, dass man nicht nach oben springen muss. Oh, easy. Aber man muss nach oben springen. Ja, ne? Bisschen. Kannst du mal sehen. Bisschen. Nein. Nein. Ja! Nein! Ah, nein! Schade, Alter. Ich hab schon meine Tab durchgescrollt. Ich wollte eine Waffe haben. Ich bin auch schon durchgegangen, weil ich eigentlich Annäherungsminen legen wollte. Okay, wollen wir noch mal am Rad drehen? Können wir auch mal wieder machen, ne? Komm, drehen wir noch mal am Rad. Drehen wir am Rad. Freut ihr euch schon, Muchachos, auf den Marvel-Film, auf den Deadpool
und Wolverine-Film. Haut's gerne mal in die Kommentare. So, Muchachos, wir drehen am Rad. Gewinnen. Dicko, du darfst als erstes reden. Gut. Digga, das ist doch eine richtige Pimp-Karre da, wa? Ja, der Pimp, my ride. Digga, wenn du da irgendwie deine Hühner auf der Straße wieder einsammeln musst, oh yeah, dann fährst du mit der Karre. Exhibit, Digga, ist auf jeden Fall. Digga, das ist so eine Exhibit-Karre, ja. Ich nehme die Karre oder Klamotten. Oh, ja. Mystery Gift! Oh, Mystery, oh. Mystery, was ist es? Geheimpreis freigeschaltet, Granaten wieder aufgefüllt. Ey, Granaten willst du mich verarschen, Alter? Ich bekomme den Geheimpreis und sie füllen meine Granaten wieder auf? Oh, ist das schön, Alter. Ey, das ist eine richtige Enttäuschung, Alter. Bro, fucking Bossa, 3, 2, 1, let's go. Ey, das ist ja der beschissenste Geheimpreis, den es jemals gab, oder? $20,000, immer noch besser als Dekos Geheimpreis, würde ich sagen. Mega. Perfekt. Also, Muchachos. Ey, Granaten wieder aufgefüllt. Ey. Daumen nach oben brezeln. Dankeschön für euren Support. Schaut auf jeden Fall vorbei. Merchandise. Ubisoft Creator Code. Loser. Und natürlich Triebwerk. Muchachos. Ihr habt checken. Ja, dankeschön für euren Support. Oh yeah, Muchachos. Reingehauen und bye bye. Ciao.